Es gibt sehr viel mehr Fragen als Antworten, meine Damen und Herren. Und deshalb heißt es ja im Bundestag auch nicht Antwortstunde, sondern Fragestunde. Aber wir sollten mit der Nörgelei jetzt auch mal gut sein lassen und mal das Positive herausstellen. Es gibt Aufschwung, Sie wissen es alle. Letzten Herbst schon haben Sie bekannt gegeben, dass es im Sommer eine Rentenerhöhung um 0,75% geben wird. Ich finde es gut, dass sowas auch mal langfristig bekannt gegeben wird, damit die Rentner sich auf den Geldsegen auch mal einstellen können. Bei der Durchschnittsrente von 1.000 Euro sind das immerhin 7,50 Euro im Monat. Der eine oder andere ist schon überfordert, wenn er plötzlich mit so viel mehr Geld auskommen soll. Und bitte verkneifen Sie sich jetzt jeden Witz darüber, dass man sich für 7,50 Euro nicht mal eine Lupe leisten kann, mit der man die Erhöhung überhaupt wahrnehmen kann. Damit beleidigen Sie dann wieder ganz andere Berufsgruppen. Wussten Sie zum Beispiel, dass niedergelassene Hausärzte für 7,50 Euro fast 2 Stunden arbeiten gehen müssen? Ich habe das nicht gewusst. Also bis vor kurzem, da war eine Demo in Essen, eine Ärzte-Demo. Und bei mir in der Zeitung war ein Foto drauf, ein Arzt mit so einem Holzkreuzdrucker vor sich auf der Ärzte-Demo. Da stand drauf, Hausarzt gleich 3,99 Euro in der Stunde. Ich habe nicht gewusst, dass Sie als Aufstocker arbeiten. Ja, jetzt mal ernsthaft, der Mann würde doch mehr verdienen, wenn er in seine eigene Praxis putzen ging. Ich war völlig geschockt. Ich hab den Artikel sofort komplett gelesen, habe dann gelesen, dass die Hausärzte im Schnitt nach Abzug aller Kosten für die Praxis 10.000 Euro im Monat haben. An Gewinn bei 3,99 Euro Stundenlohn. Das heißt, der arme Mann geht ja 2.500 Stunden arbeiten im Monat. So möchte ich auch nicht leben, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Da kommen Sie mit einer 40-Stunden-Woche, kommen Sie da nicht weit. Das sind 80 Stunden. Am Tag. Dann hoffe ich jetzt immer, dass die unseren Blutzuckerspiegel nicht mit denselben Methoden berechnen. Aber alles wird erhöht. Hartz IV wird erhöht um 5 Euro. Dann viele auch gemeckert, 5 Euro, das ist doch nichts. Das ist aber doch viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Man muss auch mal dahinter gucken. Das ist doch jetzt endlich mal transparent berechnet worden. Das Verfassungsgericht hat doch eingeklagt, das muss Transparenz haben. Also, in dem alten Satz von 359 Euro, da waren 14 Euro im Monat für Alkohol und Zigaretten mit dabei. Und da hat die Arbeitsministerin Frau von der Leyen jetzt gesagt, das gehöre nicht zum Existenzminimum. Es gibt eine Reihe von Abgeordneten, die haben gesagt, das sehen wir völlig anders. Aber das hat nicht gezählt. Die 14 Euro sind komplett gestrichen worden. Saufen sollen sie noch, also gibt es 2,99 Euro im Monat für Mineralwasser. Ganz offizielle Zahlen. 14 Euro runter, 2,99 Euro rauf. Das heißt, eigentlich hätte die Pauschale um 11 Euro gesenkt werden. Gesundheit. Ne? Eigentlich hätte die Pauschale um 11 Euro gesenkt werden müssen. Sie haben sie aber um 5 erhöht. Das heißt, statt 11 Euro minus 5 Euro mehr sind eigentlich 16 Euro mehr. Ja, und das sind dann schon 4,5% Erhöhung. Wann haben Sie zuletzt so eine Lohnerhöhung bekommen? Man muss es aus dem richtigen Blickwinkel betrachten, meine Damen und Herren. Diese neue Statistik, die da vorgelegt haben, das ist ja so transparent, das ist schon fast durchsichtig. Man lernt auch so viel übers Leben. Wussten Sie, dass ein 14-Jähriger im Monat für 27,50 Euro weniger isst und trinkt als ein 15-Jähriger? Ich habe das nicht gewusst vorher. Aber vom 15. Geburtstag an essen und trinken die plötzlich mehr. Das haben die rausgefunden im Arbeitsmarkt. Das haben die mit einer langen Untersuchungsreihe an den Kindern von der von der Leyen haben die das. Ja. Falls Sie jetzt da zu Hause so einen 13-Jährigen rumlümmeln haben, der so viel frisst wie ein 15-Jähriger, dann sollten Sie doch vielleicht die siebenfache Supermutti mal anrufen. Vielleicht kann sie Ihnen Tipps geben, wie Sie Ihrer Haushälterin und Ihrem Kindermädchen bei der Arbeit helfen können. Vielleicht kann sie Ihnen auch gleich erklären, wie Sie die 2,68 Euro sinnvoll einsetzen können, die pro Monat für die Praxisgebühr einkalkuliert sind. Sie wissen, da ist ja im Quartal 10 Euro Praxisgebühr, 3 Monate Quartal. 10 Euro durch 3 ist 2,68 Euro, klar. Ja, da sind ja nicht nur Statistiker beteiligt, auch Statiker arbeiten damit. Ne? Ja. Aber auch das Problem lässt sich leicht lösen. Sehen Sie mal, Sie können doch als Hartz-IV-Empfänger einfach die Krankheiten in die ersten 3 Quartale legen. Da müssen Sie nur in den ersten 3 Quartalen zum Arzt. Sie haben noch Zeit genug und rauchen und saufen tun Sie jetzt eh nicht mehr. Da brauchen Sie im 4. Quartal gar nicht zum Arzt und haben dann noch 1,68 Euro über. Das können Sie für Mineralwasser wieder ausgeben. Und wenn Sie jetzt fragen,
Was ist das eigentlich wieder für ein Quatsch, den der Pispas sich da heute zusammenrechnet? Da muss ich Ihnen völlig recht geben. Ja, das ist Quatsch. Und zwar ganz offizieller Arbeitsamt-Statistik-Quatsch, meine Damen. Arbeitsministerium-Statistik-Quatsch. Das sind hochbezahlte Leute, die sowas ausrechnen. Die arbeiten nicht für 5 Euro in der Stunde. Da wollen Sie mal keine Sorge. Aber wir wenden uns jetzt wieder den Themen zu, die uns wirklich beschäftigen oder mit denen man uns beschäftigt, meine Damen und Herren. Dafür